So. Kurz einen Moment sammeln. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu einem ganz besonderen Menschen, denn ja, ich habe es nicht groß angekündigt, aber ich habe einen besonderen Gast heute Abend hier. Und dieser Gast hat ganz, ganz viel dazu beigetragen, dass es mein Album überhaupt gibt und dass vieles in den letzten Jahren passiert ist. Und zwar haben wir vor einigen Jahren zusammen Fußball gespielt. Ja? Das liegt jetzt nicht so nah. Und dann stellt sich plötzlich raus, unsere Baseballs-Managerin, die Britta, die ist auch da, hallo Britta. Die hat gesagt, du hast da einen in deiner Fußballmannschaft, der macht auch Musik. Mach doch mal Musik zusammen. Ich so, ja, was sollen wir denn zusammen machen? Dann schreibt doch für Helene Fischer, die sucht doch gerade Lieder. Ich so, Helene Fischer schreiben. Genau, würdest du bestimmt nehmen, den Song. Ja, zum Glück hat mich der Bobby, oder wie er ein Künstler heißt, Benobi, bequatscht. Und wir haben geschrieben, am 1. April 2016, einen kleinen Song, vielleicht schon mal gehört, nur mit dir. Den spielen wir jetzt aber nicht. Auch nicht. Mal gucken. Nein, wir spielen jetzt erstmal einen Song von ihm zusammen, wenn der Benobi hier ist. Benobi! Oder er hat gesagt, ich soll ihn aus der Garderobe abholen. Ist er da? Benobi! Bobby! Benobi! Wo ist er denn? Ja, hol ihn mal! Soll ich ihn holen? Das ist ja geil. Er hat es im Gag noch gesagt vorhin zu mir. Danke. Ja, hat funktioniert. Ist schon 11.11. Er hat von mir im Spaß noch gesagt, du holst mich nachher ab, oder? Dann ziehe ich mich um, wenn du hochkommst und dann geht's schon weiter. Langsam habe ich das Gefühl, das war kein Scherz. Ja. Jetzt muss ich improvisieren hier. Jetzt stehe ich hier wie so ein Stand-Up-Comedian. Das kannst du doch gut. Ja, voll. Ich kann genau zwei Witze. Einer ist versaut und der andere ist richtig schmutzig. Und da ist Benobi! Hast du ja gut hier auflaufen lassen. So. Ich hätte fast den schmutzigen Witz erzählen müssen, den ich kenne. Jetzt gebe ich dir aber lieber Mikro. Denn der Benobi hat schon zwei fantastische Alben. Jetzt spielen wir erstmal was aus dem ersten, bevor ich dann ganz groß Werbung mache für das zweite. Hallo. Hallo. Tut mir leid, ich habe den Code oben vergessen. Handy aus, unten kein Code. Ich sage, gut, geh nochmal hoch. Klopf oben, auch Code. Was scheiße. Ich war auf der Treppe. Ich so, hallo, hallo. Code unsere Treppe. Himmel leuchtet. Ja. Aber ich bin nicht da. Was mache ich nur? Jetzt bin ich da. Es wird ein Drama. So. Also, wie gefällt sich denn bisher? Wie gefällt sich bisher? Ja, ich glaube, du musst glaube ich, noch ein bisschen anheizen jetzt. Krass, gell? Ja, also, bis auf den nächsten Song heißt, wir feiern uns. Also, feiert ihr euch? Wie sehr feiert ihr Basti? Feiern wir uns jetzt zusammen? Das ist doch standhaft. Ja, also, wir feiern uns für euch. Wenn jemand sagt, dass du anders bist, ich hinein dir ins Rampenlicht, wahre Haltung, zeig ihm dein Gesicht. Wenn man sagt, dass du anders bist, dir zeigt, dass du anders bist, fühl ich gut, weil du einzigartig bist. Ich bin ich, du bist du, die sind die und wir sind wir. Belass es nicht dabei, denn nichts anderes passt zu dir. Komm, wir feiern uns, am heutigen jeden Tag. Wir nutzen
diese Zeit, die uns noch im Leben bleibt. Wir stoßen ein auf unsere Feder, mit einem Freund und einem Gegner. Doch wir feiern diese Zeit, die uns bleibt. Du bist größer als das, was jemand von dir kennt. Aus der ganzen Welt gibt's keiner dich, so wie du dich kennst. Du hast zu viel Kraft, auf all den Rest zu rennen. Zeig ihm, wer du bist, selbst wenn du alle damit störst. Und jetzt hier! Oh, 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 oh. Viel schwer, oder? Viel schwer. Mal schauen, wie das die rechte Seite zum Beispiel sind. Oh, oh, oh. Hier die Bühne gerockt.